Musik, kriegst du dich wieder ein? Okay. Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Holy Trinity, die Apokalypse für eure Nerven und mich. Und wieder mal habe ich mit dabei... den Tigerscheiß-Server. Genau, unser Protagonist ist unter uns und nicht nur als Figur, sondern auch real, so halbwegs. Ja, von mir und so. Bitteschön! Dankeschön! Was machst du da? Du kommst irgendwie ständig gegen dein Mikro, so hört sich das an. Ich habe mich nur kurz gemütet, weil jemand reinkam. Achso. Meine Gebete wurden erhört. Ausgepufflash, hä? Hm, scheint so. Ein Vogel? Was für ein Vogel gibt es zu essen? Also lies bitte ganz vor. Achso. Nenn dich mal einen Vogel. Den haben wir sowieso schon, aber egal. Huhn. Achso, okay. Sag ich doch. Total. Ich mein, Huhn ist halt jeder x-beliebige Vogel. Ja. Schicke Uniform! Das ist eine Robe, Idiot! Meine Ausbildung werde ich als Magierin beenden. Zaubern kann ich auch schon. Echt? Vorführen. Sofort! Nee, so. Auf der Stelle! Okay, ich wünsche mir, ich zaubere, dass du dich übergeben musst. Verdammt, so war das nicht gemeint. Egal. So, ihr werdet das schon alle früh genug sehen. Sehr schön. 2 Stunden wirst du noch haben, dann bist du eine Magierin. Nach langer Zeit ohne Magier-Nachwuchs. Okay. Ja, sehr interessant. Ach, wir schlafen wieder, wie schön. Macht der schon wieder, ey. Ich bin wach! Und angezogen. Ich habe bereits angezogen geschlafen. Mhm. War was? Du weißt, es ja bereits. Ja, Leutnant. Ich sag's immer wieder, der legt es doch drauf an, Anführer zu sein. Er will einfach vorne weglaufen. Er findet das so toll. Und es wird wieder schwarz. Tag 3. Kondition und Ausdauer. Ja, das machen wir schon mit unserem Morgenlauf eigentlich. Basisschulung im Fernkampf. Schön. 2. Magier-Lehrstunde. Och nee. Nicht schon wieder dieser Wolfgang. Du musst eine gute Zauberin werden. So redet er ja nicht. Und es gibt schon wieder was zu fressen. Yay, Frühstück. Bei mir dauert das so lange, bis der Text weiterkommt. Bei mir bist du bei Kondition und Ausdauer. Okay. Bitteschön. Dankeschön. Dann warte ich jetzt mal auf dich. Ach. Er wird sich gleich, denke ich, wieder einkriegen, hoffe ich. Mhm. Wie man es nennt. So, mach ruhig schon weiter, ich komm schon wieder, ich werde schon aufholen. Na, hier ist gerade eine Textbox von dir, deswegen, ich warte mal ein bisschen auf dich, wir haben ja Zeit. Ach so, das kann aber echt auch. Da bei mir hängt die Übertragung, glaube ich, gerade. Oder? Das geht kurz weiter. Oder? Jetzt läuft gerade mein Charakter irgendwie an den Tisch. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Also die Köchin fragt bitte, ja? Und was fragt die Köchin? Also was sagt er darauf? Er sagt nie was darauf. Er nimmt es ja immer nur wortlos entgegen. Ach so, okay. Jetzt habe ich einen Blackscreen kurz. Oh, toll. Was auch immer das ist. Ich kann keine Essen erkennen. Ich werde es nie lernen. Es schmeckt gut. Nom nom nom. Ja gut. Ich kann auch keinen von einem Vogel unterscheiden. Also ein Huhn ist ein Vogel, aber... Lies du am besten vor, ich glaube, das ist effektiver. Ja, noch bist du sowieso nicht dran, von daher egal. Ach so. Du bist nicht dran, so. Weiß wohl keiner. Ne, ob die Übertragung besser wird, weiß auch keiner.
Jedenfalls, gleich geht es in einen Raum nebenan auf unserem Parcours. Laufen! Ne, die schon wieder! Laufen. Super Dialog. Mal sehen, wie schnell du dich den Parcours bewegst. Bist du soweit? So, meine Damen und Herren, dies ist der Sportparcours. Yay. Ich möchte, dass ihr hier die Leiter hochklettert, durch den Schacht kriecht, dann am Ende herunterspringt. Springen. Das Tier haben wir einfach mal weggelassen. Und dann dem Pfad folgt. Tommy, unser Läufer, bitte fangen Sie doch einmal an. War klar. Wenn Sie den Pfad verlassen, kehren Sie vorher wieder zu dem Punkt zurück, von dem Sie abgekommen sind. Dann mal los. Na toll, das wird ja richtig großartig. Ich habe den Parcours. Gehen Sie zurück an den Start. Ja genau, so nicht. Zurück zum Start. Ich bin so schlecht. Ach so, ich kann mit der Enter-Taste springen, okay. Wow. Ah, ich kann gar nicht vom Pfad abkommen, das ist gut, weil ich prall dann sofort von der Wand ab. Ich bin ein Flummi. Kann mir nicht schaden bei dem, was ich hier an Geschick habe. Heißt das, du kannst auch auf der Oberwelt, also außerhalb dieses Trainings springen, oder ist es von dem Training? Normalerweise könnte ich außerhalb auch laufen. Ich habe den Parcours schon mal ausprobiert, aber okay. Naja. Jetzt zum Glück geht es nicht. Ich bin gespannt, wie der aussieht. Jawohl, in Ordnung. Und das macht ihm jetzt bitte jeder nach. Ja, lauf mal schön. Und wir dürfen uns das alles ansehen, wie jeder das macht. Yay. Aber zum Glück muss ich Ling und Chris nicht auch noch dadurch steuern. Das wäre sonst echt schlimm. Ja gut, da hat der Marathon gedacht. Aber die Übertragung hängt bei mir. Und ich hoffe, dass die Aufnahme hinterher nicht so verbuggt ist, sag ich mal, wie jetzt hier die Aufnahme, weil das ja alles ein bisschen so, naja, laggy ist. Ja, ich hoffe es auch. Aber manchmal kann man, wenn es nach dem Rennen immer automatisch ein bisschen besser. Sehr schön. Das wird noch ein paar Mal wiederholt und dann lauft ihr gegen die Zeit. Nein! Bis zum Mittag ist ja noch Zeit. Bis dahin macht ihr, was ihr wollt. Ach, Gott sei Dank. Übermessen. Bis zum Mittag. Ich dachte, wir müssten jetzt erstmal nochmal da durchlaufen. Aber nein, zum Glück nicht. Du musst bestimmt auch mal nicht gegen die Zeit laufen. Mein Gott, wie langweilig. Schon wieder Freizeit. Ja, kannst dich auch freuen, aber dann halt nicht. Man könnte ja was Spaßiges machen. Ja, eben. Und was machen wir jetzt? Verstecken spielen, das wäre doch voll cool. Also, ich bin in der Kapelle, wenn ihr mich sucht. Ich werde wieder beten. Ja, dann tu das. Dein Einsatz? Ach so, ja, bei mir ist Crack Crack gerade noch am Reden gewesen. Oh. Und wo ich bin, wisst ihr ja auch. Wo ist er denn jetzt? Das frage ich mich auch. Wahrscheinlich in einem Zimmer, um Let's Plays aufzunehmen, ne? Okay, bis dann. Bye bye. Genau. Hey Chris! Ja, bitte? Du glaubst wohl, du bist hier der Stärkste von uns allen, oder wie? Ja! Ja, auf alle Fälle. Oder ja schon, oder eigentlich nicht. Na, ich bin mal ein bisschen bescheiden. Ja schon. Ah ja, wir treffen uns draußen auf dem Kampffeld. Das klären wir unter Männern. Dann sehen wir ja, wer stärker ist. Ach nee. Oho, mit Vergnügen! Ja, ich glaube nicht der andere, der ihn besiegt. Ich glaube, das ist... noch ein Text, okay. Was für ein großes Mundwerk! Dem zeige ich es, musst du gerade sagen. Du hast es auserwählt. Genau, ich gehe erstmal in die Kantine zurück, um mir einen Nachtisch zu holen. Nein, um zu speichern natürlich. Und ich glaub's nicht, Rock ist ja schon wieder hier. Der hängt, glaube ich, immer in der Kantine rum. Na, sagst du wieder Hunger? Hunger! Hunger! Ja, okay. Das sieht von hinten wie eine Frau aus. Wer weiß, wer weiß. Oh, oh. Er hat irgendwie immer Hunger. Er ist nie ausgeschlafen und hat immer Hunger. Ein seltsamer Kerl. Was heißt eigentlich dieses EB1? Hä, EW1? EB1, wenn du speicherst, steht das HP20 und EB1. Weiß ich jetzt auch nicht. Oh, was ist denn mit dir? Das ist doch Joe, oder nicht? Ja, genau, Joe.
Wann ist das hier endlich vorbei? Wenn es vorbei ist. Ach, wo gehe ich denn überhaupt hin? Ich muss hier doch gar nicht hin. Du musst auch rausgehen und dich mit dir zu duellieren. Ich weiß. Jetzt weiß ich es dir auch wieder. Duelliert! Ja, genau. Ach, hier oben bist du. Guck mal, auf der Zinnmauer. Aber ich kann nicht mit dir reden. So. Hey, da unten ist ja auch Win. Was ist mit dir, Win? Ob Lieutenant Parrot bereits vergeben ist? Hallo! Wie kannst du mit der Schlaftablette zusammen sein wollen? Ich meine, okay, ich spreche ihn ja so, aber egal. Ein Kampf, Mann gegen Mann. Nur mit den Fäusten. Zeig mal, wie stark du bist. Das gleiche gilt auch für dich. Tommy steht da vor, geschillt. Wie immer halt, ne? Komm schon, schlag zu. Mit Vergnügen. Aua, du Arschloch. Wir machen direkt mal einen coolen Buddy-Check. Bam. Bei mir bist du gerade erstmal angekommen bei Craig. Und er vermöbelt mich, das ist so gemein. Aua, du. Buddy-Check. Yay, er ist weg. Ihr habt über dem Feind triumphiert. Vor allem ihr, ich bin alleine, aber egal. Zwinker, zwinker. Ah, verdammt, aufhören. Du hast doch angefangen. Egal, aufhören. Schon gut, ich gebe auf, du hast gewonnen. Yeah. Du hast vielleicht einen mächtigen Bums drauf. Ja. Genauso wie dein Mund. Hey, tut mir leid, ich gebe alles, um der Beste zu sein. Da käme das Umhauen eines Tieres wie dich gerade recht. Yeah, ich bin ein Tier. Wer Offizier werden will, muss schon Initiative zeigen. Ach, du willst Offizier werden? Okay. Nix für ungut, ich gebe dir ein Eis aus. Yeah. Voll cool. Mhm. Und wir sind schon wieder in der Kantine, um uns Essen zu holen. Yeah. Mal sehen, was sagt die Zeit. Ja, wir können noch ein bisschen aufnehmen. Bitteschön. Danke. Ich muss bestimmt gleich wieder lesen, aber Tommy ist bei mir gerade mal das Essen abholen. Macht nix. Oh. Ich, das ist aber auch echt oft mit dem Essen im Spiel, gell? Also irgendwie. Ja, wir sind nur am Essen. Die werden noch dick und fett nach ihrer Ausbildung sein. Ja gut, also im Konditionslauf darf man sich schon mal vollfressen, aber ich finde halt einfach komisch, dass sie auch ständig diese S10 reinbringen, also. Ja, einfach nur um das Spiel. Einfach nur um das Spiel in die Länge zu ziehen, ich sag's dir. Sinnvolle Frage. Was ist das? Warum fragt dich einfach die Frau vorne? Die weiß es doch am besten, wie es ausgibt. Ja, und warum kann er nicht seine Augen benutzen? Der geht mit geschlossenen Augen durch die Welt. Einfach nur, was ist das? Sagt es mir, ich will es nicht ansehen. Das sieht aus wie... Oh mein Gott, ich glaube, ich muss... Nicht auf meinen Schoß, Chris, sorry. Nur weil es so aussieht, schmeckt es nicht gleich so. Beißt rein und ihr werdet es sehen. Ich habe schon ausprobiert. Oh verdammt, es schmeckt doch so. Die wüssten gern, was das ist. Nam nam nam. Vorzüglich. Oder auch nicht. Magengeschwür. Oh oh. Ich glaube, ich habe den Schuss bekommen. Tschüss. Ist auch nicht jedermanns Sache. Scheint so. Wenn ihr schon fertig seid, könnt ihr direkt auf den Kasernenhof kommen. Wir sind aber nicht fertig, müssen es uns reinzwingen, dieses Essen. Das können wir nicht mit Genüge verspeisen. Ist ja irgendwie so der Gruppenführer von euch, von eurem Tisch. Ach, da kommt Winnie auch okay. Schon wieder. Bogenschießen, yay! Yippie, yippie! Da freut sich die liebe Win. Dies ist der speziell für Ladin hergestellte Bogen. Ihr kennt das Spiel. Alle Mann damit ausrüsten. Yay. Ach, ich muss auch noch selber ins Menü gehen. Ja, okay. Ausrüstung. Hm.
So, aber bevor wir jetzt das Bogenschießen üben, würde ich sagen, beenden wir hier doch mal den Part, denn der dürfte jetzt eine gute Länge haben. Und von daher, ja, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und fürs Zuhören und sage auf Wiedersehen. Macht's gut, Leute. Ciao.